Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Strong Living YouTube Channel. Wir spielen heute das Size Game. Willkommen im nächsten Tag des Deutschland-Tagebuchs. Die letzten Tage waren ja schon etwas stressig, habe irre lange entladen und gestern ist es ans Laden gegangen. Und ich bin heute etwas zu schwer für die 80 Kilogramm Klasse aufgewacht. Und anstatt dass ich mich weiter stresse, habe ich mich dann entschieden, okay, dann werde ich halt einfach in die 90 Kilogramm Klasse gehen. Die Erfolgschancen bei der Dennis James Classic sind jetzt nicht die höchsten, deswegen werde ich das einfach ausnutzen, um meinen Körper noch besser kennenzulernen und habe einfach zum Laden weitergemacht und wir spielen einfach das Size Game und schauen, was dabei rauskommt. Oh Peter, was meinst du eigentlich mit Size Game? Naja, ich werde mich jetzt nicht versuchen, in die 80 Kilogramm Klasse reinzudrücken, sondern einfach ganz normal weiterladen. Das heißt, nicht übertrieben zu laden, sondern einfach nach Gefühl alle zweieinhalb Stunden eine Mahlzeit mit 100, 150 Gramm Carbs einfach essen. So schaut das Ganze aus und stressfrei das Ganze angehen und schauen, wie sich meine Form entwickelt mit einfach ein bisschen mehr Carbs. Dreams since like baby, I've been joining forces with the likes of an A-team. Jumping off of buildings used to be so stimulating. Now I'm reaching new heights, I'ma need the off-whites. Play with the fire, you get burned. All of my struggles became lessons well learned. Peter, wie fühlt sich an? Das brennt schön, also kommt alles an. Junge, Junge. Perfekt. Junge. I got these eyes that keep me grounded, that's for sure. Cause one day we gon' make it out this earth, where's your worth? I'm sick of your talking, you got the wrong one. I'm taking your king and I'll leave him broken. If I am in second, it's after... Passt. Das Bollwerk. Bollwerk-Modus. Das ist jetzt gar nicht mehr so schlimm. Den braucht man in der Diät. Im Bollwerk-Modus. Ja, no one, just give me a second to let him know. I'm the headline, the deadline. I'm a head time, the rare kind. I'm a living legend, lethal weapon, master. Freddy, wie schaut's aus? Was hast du eigentlich gestern gegessen, so von der Makro verteilung? Ja. Also Carbs lag ich hier bei 1000, Fette 50 Gramm ungefähr und Eiweiß ein bisschen unter 200. Aber es läppert sich halt immer so standardmäßig zusammen. Also ich habe kaum zusätzliche Eiweißquellen mit drin, allein wenn man so viel Reis frisst. So. Mhm. Ganz wenig Chicken über den Tag, also 150 Gramm, zwei Eier noch so. Bisschen Whey und das war schon bis auf 200 Gramm. Ne? Dementsprechend primär Fokus auf natürlich die Carbs. Ein bisschen Fett will ich trotzdem mit drin haben. Ja. Eier, Nüsse sind da so die Hauptquellen. Und ja, das wird sich heute auch nochmal einverleibt. Zumindest habe ich so zur GMBB gemacht so, und da sah das Paket ja schon ganz in Ordnung aus. Mhm. Auf alle Fälle. Wie sah es bei dir aus, Peter? Ich habe gestern auch so. Das sind nur 250 Gramm Protein habe ich gemacht, 520 Gramm Carbs und so 80 Gramm Fett, weil sonst rinnt das immer bei mir so durch. Und heute gebe ich das Eiweiß ein bisschen tiefer, das Fett ein bisschen tiefer, die Carbs ein bisschen höher. Wie ist das eigentlich, wenn man so sich beim Trainieren zurückhalten muss? Ja, scheiße. Naja, für euch gefühlstechnisch. Liegt halt nicht in der eigenen Natur, ne? Ja. So. Aber das ist dann halt auch in gewissem Maße die Kunst dabei. Second is after no one. Just give me a second to let them know. I'm the headline, the deadline. Big time. I'm a head time, the rare kind. Big time. I'm a living legend. Puls ist so glatzig, gnadenlos. Ja? Passt perfekt zu St. Patrick. Weapon, master, minor, big time. Out of the ashes,
phoenix arises. Faith of a mustard seed can move any mountains. The people are watching, so I cannot stop it. Been down for too long, now I gotta rock it. Had to get it out the mud, you know how it goes. Now we sitting at the top, had to bring the bros. Never thought I'd be the one who would play the role. Now look at where we at, man, who would've known? Temperature rising, I feel the pressure is on me. Luckily, I've been out here building an army. Camouflage on a Raj, we run this party. We kick them out the game, cause they wanna come tardy. Pump Session haben wir durch, jetzt sind wir schon zur Registration gefahren. Jetzt werden Patrick und ich schauen, dass wir uns einwiegen. Patrick muss schauen, dass er das Gewicht nämlich schafft. Das ist ziemlich knapp. Und bei mir sollte es sich eigentlich ohne Probleme für die Classic Physik Klasse ausgehen. Ich spiele ja auch das Massespiel, aber bin halt nicht so massig. Bei mir geht sich das leicht aus. This is for the ones who've been chasing their goals. If they were sleeping on their kid, now they better be woke. Lights, camera, action, we ready to roll. Alright, faces, everybody, let's put on a good show. I'm sick of your talking, you got the wrong one. I'm taking your king and I leave him broken. If I am the second, it's after no one. Just give me a second to let him know. Jawohl, Registrierung wäre jetzt geschafft. Classic Bodybuilding. Na, Classic Physik Klasse B, sorry, bin ich ganz falsch abgebogen. Und in der Bodybuilding Klasse bin ich vom Middleweight ins Light Heavyweight gerutscht. Unter 80 ist sich leider nicht mehr ausgegangen, aber wie schon gesagt, wir spielen das Masse Game und das werden wir heute noch an sich durchspielen. Patrick, deine Einwaage ist ja auch durch. Ja. Wie war es bei dir? Ja, ganz entspannt. Dadurch, dass es irgendwie auf dem Teppich gewogen wurde, war das Ganze auch nochmal leichter als ursprünglich angedacht. Dementsprechend hatte ich da jetzt gar kein Problem mit dem Gewicht. Vorne war ich ja Punktlandung auf 88, jetzt ein bisschen leichter, hatte aber auch Ewigkeit nichts getrunken und so weiter. Also, alles gepasst, morgens Angriff. Nach der Registration waren wir noch einkaufen, sind jetzt heimgekommen, haben alles vorbereitet für morgen. Ich krieg noch ein paar Farbschichten drauf, pose noch eine Runde durch und ja, pack dann die Sachen zusammen. Hier will ich mich nochmal bei meinen Sponsoren bedanken, das Gym aus Wien und Ivo Sports Fuel. Und da kann ich nur sagen, bestellt es mit dem Code PEAT und spart euch satte Rabatte. Und somit werden wir dann auch das Video abschließen. Subscribed, liked und kommentiert das Video und den Channel und teilt es in den Social Media Kanälen. Danke fürs Einschalten.